Wir machen gleich mal weiter hier. So, wir haben Das Leben ist ein Wunschkonzert, kehrt zurück. Juhu! Das Leben ist ein Wunschkonzert, kehrt zurück. Sehr gut. Die ganzen Trailer haben übrigens Simon und Flo zusammen gemacht. Also da ist jetzt alles ganz anders. Ja. Also hier ist jetzt alles ganz anders, nämlich ihr wünscht euch, und traditionsgemäß wissen wir auch schon, was ihr euch wünscht. Wir haben nämlich einfach was dabei, was wir euch halt geben. Aber dazu mehr. Jetzt ist aber das Knifflige, dass jetzt jemand von euch hier auf diese Bühne kommen muss und was präsentieren muss. Und da wir hinterher auch noch den Überraschungsgast haben, wo es dann um Musik geht, bitten wir euch, jetzt tatsächlich was zu bringen, was nichts mit Musik zu tun hat, zum Beispiel ein Gedichtchen oder ein, ich weiß nicht, also ich lasse mich jetzt von euch inspirieren. Ich fände eine Performance gut. Ja, ja. Sowas, so ein bisschen Tanz mit Ausdruck, genau. Und so. Genau, ja. So Waldorf-mäßig den, ja, Namen tanzen. Ja, seinen Namen tanzen oder sowas. Und ich werde jetzt wieder traditionsgemäß von 5 runterzählen und bin schon sehr gespannt, was wir dann als nächstes hier haben werden. Vielleicht mit euch zusammen. 5, 4, 3, 2, 1. Wuhu! Sie, auf jeden Fall. Ja, jetzt hier. Also es wäre schade, wenn wir, also von der Zeit, überhaupt kein Problem, wir können einfach zum nächsten Punkt gehen. Aber wir haben tatsächlich ein besonders schönes Geschenk hier jetzt für denjenigen, der, na jetzt hier, wer? Macht einfach! Leute, das könnt ihr doch nicht machen hier. Wer hat Mut jetzt mal hier? Aber es ist natürlich, die Bühne ist höher, es sind mehr, ja! Ja. Wunderbar, wo, weil er kommt. Meine Damen und Herren, das Leben ist ein Wunschkonzert in Gestalt von Fedja. Wunderbar. Hallo. Ein unerhoffter Freund von mir. Wunderbar. Ja. Du weißt bestimmt, was ich mache. Nee, aber ich bin gespannt. Ich werde was singen. Naja, ja. Okay, also eigentlich hatte ich ja explizit gesagt, keine Musik, aber wenn du jetzt schon den weiten Weg hierhin, naja, weil wir haben dann hinterher noch den Überraschungsgast, wo es darum geht. Du kannst jetzt aber nicht spontan dann noch einfach stattdessen ein Gedicht aufsagen oder so, ne? Oh, nee. Okay. Das machen, wie bitte? Ja, nee. Ich glaube, wir hören jetzt einfach mal Fedja und machen dann vielleicht, drehen es einfach um und machen dann, nee. Also dann musst du jetzt, das heißt, wir lesen, komm, wir machen jetzt ganz flott hier. Das tut mir leid, Fedja, du musst dann beim nächsten Mal, du bist jetzt hier, naja, gut, also schön ist es nicht, aber du liest jetzt hier ein Weihnachtsgedicht für uns und ich halte das Mikro. Kille, 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 weihnachtliche Stille, der Grabentisch ist öd und leer, die Kinder schauen blöd umher, da lässt der Vater einen krachen, dass alle Kinder herzlich lachen. So kann man auch mit kleinen Sachen Kinder eine Freude machen. Vielen Dank, es tut mir leid, aber du hast die Show gerettet, wenigstens. Und vielleicht bist du nachher schnell genug beim Überraschungsgast. Da geht es um die Musik. Okay. Fedja Schwemmer. Ups. Und wir rasen zum nächsten Punkt. Das Türchen. Ich bin ja ein Idiot. Ach ja, ja. Ja, genau. Jetzt wollt ihr natürlich wissen, wenn man sich schon so entwürdigen muss, warum lohnt sich das denn? Du kriegst mehrere Dinge. Du kriegst hier insgesamt 2 Pakete. Wo steht jetzt gleich wieder drauf? Ich glaube, jetzt musst du mir helfen, Regina. Was ist hier jetzt drin? Das ist schon mal. Sollen wir das einfach jetzt öffentlich auspacken, so wie bei einer richtigen Bestellung? Ja! Komm. Komm hier ins Rampenlicht. Weil das sind also traditionsgemäß die Pakete, die Künstler mitgebracht haben. Es kommt dann auch noch was dazu. Ja. Ja, macht's aber auch spannend. Du machst es sehr gut, Fedja. Ah. Ein Vogel von Philipp Porzell.
das andere. Wir haben was mitgebracht. Selbstverständlich. Also ein wunderschöner Luftballon, schau mal. Das ist ein Gutschein für ein Jupiter Jones Fanpaket. Bin ich sehr dankbar. Ich bin ein großer Fan. Wunderbar.